Hallo, so, ich bin wieder auf Tour. Von Kassel nach Gießen heute gefahren, 130 Kilometer sind das. Also ich bin nicht so ganz bei Gießen, so 10 Kilometer. Aber ich habe hier so ein schönes Plätzchen gefunden. Jo. Bin gerade am Essen und es war heute ganz gut soweit, bisschen frisch, aber macht nichts. Jo, der Plan ist der, dass ich morgen nach Konstanz fahre, also ich wünsche es mir zu schaffen. Und dann halt runter in die Schweiz. An der Grenze frage ich, ob ich da rein darf. Mal gucken, wie es wird. Wenn ich rein darf, dann besuche ich meine Tante, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Wenn ich nicht hin darf, dann fahre ich einfach Richtung Bayern. Und dann gucke ich, wie viel Zeit mir so noch bleibt. Also ich habe jetzt vor, 22 Tage zu radeln. Ja, und eigentlich sind das dann 2200, das Minimum. Gewünscht sind natürlich viel, viel mehr an Kilometern, aber ich bin sehr, sehr voll bepackt. Und deshalb keine Ahnung, wie ich mich nach den Bergen fühlen werde. Jo. Ansonsten, falls ihr Interesse habt, vielleicht habt ihr gehört, vielleicht nicht, Jonas Deichmann, das ist ein Supermensch, der macht gerade Welttriathlon. Er hat sich dafür 10 bis 11 Monate vorgesetzt. Ja, könnt auf seine Seite gucken, das ist unglaublich, was er macht. Ich glaube, momentan ist er sogar in Sibirien. Und so voll bepackt wie ich ist er nicht. Er nimmt sich höchstens eine Unterhose als Ersatz und zwei Trikots, zwei Radhosen. Der ist ein Minimalist. Aber ja, er fährt ja auch 250 Kilometer täglich. Ne? Er hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Bei Wind und Wetter. Tja. Okay. So, ich gehe dann gleich rein. Heute wird es krass, minus 1 Grad. Ich freue mich nicht. Tja. Okay. Dann euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.